wir sind immer noch miteinander verbunden. Oder hast du das schon vergessen? Ich konnte so viel von dir lernen. Auch deine Schwächen. Gegen die Dämonenhorden und frage mich, wie zum Teufel soll ich jemals wieder runterkommen? Na, was meinst du? Hilfst du einer Maid in Not? Ha! Fresst Blei, ihr verdammten Bastarde! So leicht kriegt man Grace O'Malley nicht! Zurück am Strand. Vielen Dank. Ich kenne einen sicheren Ort. Hier entlang. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich freue, einen echten Menschen zu sehen. Perfekt. Ich dachte mir schon, dass es irgendwo auf diesem Felsen noch jemanden geben muss. Ich wollte mich auf die Suche machen, sobald ich hier fertig bin. Aber ich lasse sicher nicht so viele frisch gestrandete Schiffe einfach so links liegen, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Das ist nicht mein erstes Wrack, weißt du? Wenn ich eins gelernt habe... Vorausschauend handeln und immer ein Auge auf den Horizont richten. Hier winkt reiche Beute. Zahllose Schätze, die Kapitäne und Mannschaft an Bord gehortet haben, wenn man weiß, wo man suchen muss. Natürlich, diesen alten Schurken kann es egal sein und ich brauche ein neues Schiff, eine neue Mannschaft. Das kostet Geld. So gefällst du mir, abgemacht. Ich muss zurück auf mein eigenes Schiff, um zu retten, was zu retten ist. Aber das Wrack da drüben habe ich noch nicht durchsucht. Mein erster Offizier ging in diese Richtung, aber ihm ist etwas zugestoßen. Pass auf, dass dir das nicht passiert. Nimm die Schiffsinventarliste und alle Wertsachen mit und triff mich auf der anderen Seite. Bastion, mach gut Kubana, Matwak. Mach bitte Kanak. Hoppa. Du bist die Matur Gandra.
Etiatis Bastion, Makut Goban Madak, Mak bis Pigadog. Thank you.
Spruch nie war geil. Exerzis Bastion, mach gut Gubana Matwak. Da bist du ja. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Das Wichtigste zuerst. Was hast du gefunden? Leider hatte ich nicht so viel Glück wie du. Beim Wrack meines Schiffes wimmelt es überall von diesen verdammten rotäugigen Schurken. Es bringt Unglück, die eigenen Schätze zurückzulassen, aber ich komme gegen diese Bastarde nicht an. Sehr gut, das wollte ich hören. Du bist echt zäh, wenn du dir das zutraust. Aber ich will mich nicht beschweren. Hör zu, wenn du mir mein Zeug zurückholst, gebe ich dir sogar den größeren Anteil. 40-60. Ach, verdammt, 30-70. Was sagst du? Der Großteil unserer Fracht ging auf See verloren. Mein Logbuch habe ich mitgenommen. Thank you.
wenn sie merken, dass eine größere Macht an ihrer Schwelle steht. Mit der Verderbnis wird es ebenso sein. Du kommst gerade rechtzeitig zurück. Deine Überlebende hast du auch gerettet. Du wirst von Stunde zu Stunde legendärer. Diese Grace O'Malley hat Temperament. Aber ihr gefällt unsere Zuflucht hier nicht. Sie hat mich primitiv genannt. Mich. Einen ehemaligen König. Trotz ihrer Persönlichkeit könnten wir ihre Hilfe im Kampf gegen den Feind gebrauchen. Ich glaube, ich habe die Ursache für all die Verderbnis gefunden. Ich habe die Meereshöhlen entlang der Küste erkundet und dort viele Verderbte gesehen. Da drin rührt sich etwas Böses. Ich spüre es. Als ob die blutroten Wolken über der Gegend nicht schon offensichtlich genug wären. Seit Tagen sage ich ihm schon, dass es von dort kommt. Ja, ich weiß. Ich habe dir doch gesagt, dass ich nachsehen werde. Das habe ich jetzt getan. Von diesem Ort geht definitiv dunkle Energie aus. Ah, na bitte. Das ist wahrer Kriegergeist. Wir werden uns gemeinsam in den Kampf stürzen, du und ich. Schade nur, dass deine Piratenkameradin sich uns nicht anschließen will. Das arme Mädchen hat gerade einen Schiffbruch überlebt. Und jetzt soll sie dem Tod für eine Sache, die sie nicht einmal versteht, ins Auge blicken? Ich kann es ihr nicht verdenken. Das ist wohl reine Zeitverschwendung. Aber tu dir keinen Zwang an. Ei. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ich werde am Eingang zu den Meereshöhlen auf dich warten. Aber ich kann nicht den ganzen Tag warten. Nicht, wenn eine Schlacht bevorsteht. Ich bin echt dankbar, dass du mir meine Flagge und all das zurückgeholt hast. Aber erwarte bitte nicht, dass ich gegen diese rotäugigen Dämonen zu Feld ziehe. Tapferkeitsmedaillen sind mir egal. Ich nehme lieber bare Münze. Deine einheimischen Freunde sagten, dass es ein Stück die Straße hinauf eine Stadt gibt. Ich werde dort die Beute verkaufen. Ich verwahre deinen Anteil bis zu deiner Ankunft. Ich selbst werde auf ein Schiff sparen, mit dem ich dieser Hölleninsel entkommen kann. Pah, die beiden behaupten, dass es da draußen eine Art Sturmwall gäbe. Aber sie behaupten viel, und ich glaube kein Wort davon. Abgesehen davon gibt es keinen Sturm, den Kapitänin Grace O'Malley nicht durchqueren kann. Ich komme schon klar. Komm doch mit, wenn du willst. Wie du willst. Ich hoffe nur, dass du nicht endest wie diese Monster. Keine Sorge, ich haue dich nicht übers Ohr. Du hast mir einen Gefallen getan. Ich bin dir was schuldig. Ich bin für dich da. Solange du am Leben bist.
Du hast es immerhin versucht. Deine Freundin hat überhaupt kein Ehrgefühl. Ich verurteile sie aber nicht. Oda ist genauso. Dann bleibt eben mehr Ruhm für dich und mich. Aber heute ist nicht der Tag, an dem wir uns in die Meereshöhlen stürzen. Da sind ja viel mehr Verderbte, als ich gedacht hätte. Ich habe noch nie so viele an einem Ort gesehen. Und so nah an unserem Zeltlager. Nah an Urda. Doch, ich könnte es nicht ertragen, wenn ihr etwas zustoßen würde. Manchmal macht sie sich über mich lustig. Aber das habe ich wohl verdient. Ich hatte mich darauf gefreut, mit dir verderbtes Blut zu vergießen. Aber ich glaube, ich muss jetzt zurück ins Zeltlager. Verdammt! Ich kann dir doch nicht den ganzen Spaß allein überlassen. Aber ich kann auch nicht gehen, solange Urda in Gefahr schwebt. Schon gut. Heute bekommst du den Ruhm. Wenn du die Quelle des Bösen findest, zerstöre sie und mach dich schnell aus dem Staub. Urda und ich werden im Zeltlager auf dich warten. Ich wünsche dir viel Erfolg. Erleben, was wahre Macht bedeutet. Die wahre Zukunft der menschlichen Rasse.
stiehlst, was mir gehört, greifst meine Anhänger an und durchkreuzt meine Pläne. Jetzt ist es persönlich. Und du lebst immer noch. Als sich die Gewitterwolken verzogen, wusste ich, dass du triumphiert hattest. Und ich hatte mal wieder recht. Was hast du in den Meereshöhlen gefunden? Irgendeine Abscheulichkeit? Einen Riss? Ich habe Geschichten darüber gehört. Und du hast die Mistkeller niedergestreckt, hm? Ha! Du bist erst seit kurzer Zeit hier und löscht bereits die Verderbten aus. Eine Heldentat, die einer Legende würdig ist. Wir wollen nichts überstürzen. Ein Sieg ist ein Sieg. Aber wir müssen uns damit abfinden, dass dies kein Einzelfall bleiben wird. Ja, ich habe das schon zuvor erlebt. Mehr als nur einmal. Wenn die Verderbten in solcher Zahl auftauchen, ist das ein Vorzeichen für dunkle Zeiten. Bereits in der Vergangenheit hat jemand die Verderbten in die Schlacht geführt, um ganz Eternum zu vernichten. Vor ihnen ist keine Seele sicher. In dem Fall wärst du wahrscheinlich nicht hier. Aber sei dir versichert, ein Recke ist auf dem Weg und wir müssen die umliegenden Städte warnen. Das wäre wohl das Beste. Es gab früher einige Missverständnisse zwischen Elstrom und der Stadtwache. Außerdem gefällt es ihm hier. Deine Tapferkeit verdient eine Belohnung. Folge der Straße in die Stadt, warne sie und gönne dir dann einen Becher Met in der Taverne. Du hast ihn dir verdient. Okay.
sollst die ganze Wahrheit erfahren. Die Insel hielt seit jeher das Versprechen des Paradieses. Fernab aller Menschen, die als unwürdig für diesen Segen betrachtet wurden. Doch ich suchte nicht nach dem Paradies. Ich suchte nach Antworten, nach Erlösung von einem Leben voller Leiden. Und ich fand eine Wahrheit, die alles auf den Kopf stellte. Ich erhielt eine Kostprobe der verbotenen Frucht. Ich sah die Vision des wahren Potenzials der Menschheit. Ich musste diese uralte Ungerechtigkeit korrigieren und die Macht wiedererlangen, die uns gehörte. Dieses Ansinnen lässt das Herz der Berge unnachgiebig schlagen. Jahrhundert der Vorbereitung beginnt endlich unsere Kampagne. Die Insel ist der Macht unserer Armee bereits zum Opfer gefallen. Das Einzige, was ich nicht vorhersah, bist du. Du hast es gewagt, mein Geschenk zu stehlen. Dafür wird deine Seele den Preis bezahlen. Ich werde nicht ruhen, bis ich unser Schicksal zurückerlangt habe und bis ich der alten und neuen Welt wahre Freiheit bringe. Hast du meinen Wagen gesehen? Die Wildnis von Eternum war nie sicher, aber die Straßen? So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Wildschweine sind aufgetaucht und haben meine Trüffel gefressen. Woher soll ich das wissen? Sehe ich aus wie ein Wildschwein-Gedankenleser? Bin ich nicht. Ich verkaufe doch nur Pilze und Kräuter. Aber eines sag ich dir. Die Biester haben mich für diese Saison ruiniert. Du meinst, du hilfst dem alten Hau? Na, schau an. Du bist ein Engel. Nimm meine Sichel. Sammle ein paar Trüffel und bring sie zur Siedlung. Sammle ruhig auch Kräuter und Beeren für dich. Die bringen dir am Handelsposten ein paar Goldstücke ein.
Willkommen in Pridewin, das größte Königreich Eternums. Also, genauer gesagt, ist es derzeit ein Regentschaftskönigreich. Aber das wird sich ändern. Dann kommst du vom Strand? Wir haben beunruhigende Berichte erhalten. Nicht nur, dass der selbsternannte König dort unten herumsitzt. Nein, etwas noch Schlimmeres. Es stimmt also? Grundgütiger. Warum muss es jeden Tag neue schlechte Nachrichten geben? Verstoßene Ritter, habgierige Bauern. Es nimmt einfach kein Ende. Und jetzt auch noch die Verderbten. Das Schlimmste ist, dass alles am Vorabend des freudigsten Ereignisses geschieht, das Pridewin seit 400 Jahren erlebt hat. Um nicht weniger als die Rückkehr des wahren Erben. Sir Gawain kehrt nach hunderten Jahren zurück, um den Thron von Hochkönig Artorius zu beanspruchen. Aber natürlich hat Ritterregentin Jin Jay offiziell immer noch das Sagen in unserer schönen Stadt. Tatsächlich wird sie interessieren, was du vom Strand zu berichten hast. Aber keine Eile, die Schiffbrüchigen willkommen zu heißen, hat in Pridewin Tradition. Schau dich gerne um und statte dem Gasthof Fürstenaufgang einen Besuch ab. Ich habe gerade einen ziemlich zwielichtigen anderen Neuankömmling dorthin geschickt. Ich habe ihr kein Wort geglaubt, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Klingt nach ihr. Seemannsgarn, wenn du mich fragst. Du solltest dich besser nicht mit ihr abgeben. Äußerer Schein und all das. Also noch... Kommt ja meine Rettung in der Not. Oh, oh, das sind ja mehr Trüffel, als ich verloren habe. Ich hoffe, es war nicht allzu schwer. Behalte die sich für die Umstände. Und falls du jetzt öfter Kräuter sammeln gehst, werden wir uns zweifellos wiedersehen. Willkommen beim Fürstenaufgang. Schlafe hier und fühle dich wie ein König. Möchtest du ein Zimmer? Ja, dann bist du hier richtig. Thank you.
ein vertrautes Gesicht. Wird auch Zeit, dass du kommst. Hier befinden wir uns in einem kleinen Dorf direkt aus dem Mittelalter. Ein vertrautes Gesicht. Wird auch Zeit, dass du kommst. Hier befinden wir uns in einem kleinen Dorf direkt... Ach, zweifellos. An einem Ort der Unsterblichkeit sollte es doch etwas... ruhiger sein. Wenn nicht sogar gar... Aber selbst hier kommt es auf kalte, harte Münzen an. Man hat sie oder nicht. Das ist das Wichtigste. Wir beide sind knapp bei Kasse, aber ich habe unsere Beute verkauft. Hier ist dein Anteil. Niemand soll sagen, Grace O'Malley bezahle ihre Schulden nicht. Nun, ich habe dir gerade eben Geld gegeben. Du solltest es ausgeben. Kauf dir ein neues Schwert, neue Stiefel, worauf immer du auch Lust hast. Ja, da draußen gibt es einen Handelsposten, ein erstaunlich lebhafter Markt. Du solltest dir den Handelsposten und das Lager ansehen. Und was sagst du? Treff. Forgotten.